So, dann heißt es jetzt wohl durchatmen und rein da. Also wir könnten zwar zurückgehen, aber jetzt sind wir schon so tief hier in die Zwingfeste vorgedrungen. Da wollen wir auch wissen, was ganz unten ist. Also, rein da. Es sieht jedoch aus, als hätten sie gleichzeitig den Boden gesenkt und Wasser gefüllt. Es mag sein, dass ihr unter dem Hindernis hindurchtauchen könnt. Wollt ihr das versuchen? Ja, wollen wir eigentlich schon. Aber müssen wir da vielleicht noch irgendwas vor beachten? Wir haben alle Schwimmen gesteigert. Wir wissen nicht, wie gut er wo schwimmen kann. Gucken wir mal kurz. Körper? Wo ist Körper? Da ist Körper. Schwimmen 0. Damit hat er eindeutig den niedrigsten Wert. Obwohl Tirik hat auch nur 1. Oh. Naja, Zwerg halt. Aber gut, wenn er wo sterben sollte, ist es ja auch nicht ganz so schlimm. Auch wenn es ein wenig makaber klingt. Aber er ist ja nur ein NPC. Also, jetzt aber. Wer soll zuerst tauchen? Da nehmen wir doch einfach mal Gwendolyn. Gwendolyn geht unterwegs die Luft aus. Sie muss umkehren. Oh. Wie viel Schwimmen hast du? Du hast 4 Punkte in Schwimmen und musst unterwegs umkehren. Das ist nicht gut. Da will ich nicht wissen, was mit Tirik und Ervo passiert. Ein Seil, genau. Da war noch was. Gwendolyn kann das Seil aber nicht tragen. Und das Seil soll sie mitnehmen, damit sie das unterwegs festmachen kann. So, nochmal Gwendolyn. Schafft sie nicht. Selbst mit Seil schafft sie das nicht. Das finde ich jetzt irritierend. Na gut, dann müssen wir halt herausfinden, wer den höchsten Wert hat und den oder diejenigen da mit dem Seil vorschicken. Also sie hat 4, das ist schon recht viel. 1, 4, Gerugon hat 5 und Yallen hat 5. Wobei ich denn eher dafür bin, Yallen vorzuschicken. Denn sie ist nicht ganz so belastet durch Rüstung und dergleichen. Also Seil zu Yallen, die mal wieder keinen Platz hat. Dann rück doch mal die komische Schriftrolle da unten raus. So. Und Yallen soll durch. Yallen gelangt hustend und spuckend auf die andere Seite. An dem Seil, das sie hinter sich hergezogen hat, könnt ihr jetzt etwas leichter folgen. Sehr schön. Tirik schafft es. Mürrim schafft es. Gerugon schafft es. Quenlin schafft es. Oh oh. Talana geht unterwegs die Luft aus. Sie muss umkehren. Beim zweiten Anlauf klappt es jedoch und sie kommt hustend auf der anderen Seite an. Ich dachte schon, das wäre es jetzt gewesen, weil der Text halt anders aussah. So, jetzt fehlt nur noch Ervo. Ervo schafft es auf Anhieb. Sehr schön. Dann drehen wir doch gleich mal hier die Ordnung wieder ein wenig zurecht. Yallen wieder nach hinten. So. Dann kann das Seil von Yallen wieder weg. Obwohl sie es nicht belastet, das passt schon. Aber Yallen kann erstmal Talent anwenden. Heilkunden Wunden auf Talana. Die hat nämlich ein wenig Schaden bekommen. Und wer noch? Ervo und Gwendolyn. Also nochmal, Talent anwenden, Heilkunden Wunden. Ervo. 3 Schadenspunkte. Sie hat jetzt schon so viel in Heilkunde Wunden und trotzdem passiert das noch. Na gut. Dann halt Heilkunde Wunden auf Gwendolyn. Und da heilt sie wenigstens. Ja, das sieht okay aus. Das heißt, wir müssen beim Computerkampf halt darauf achten, dass Talana schön weit weg steht. Bei Ervo können wir das leider nicht verhindern. Der ist ja von vornherein automatisch auf Computerkampf und stürmt dann gleich vor. Da sollten wir vorsichtig sein. Aber, oh oh. Aber da schien eine Treppe nach unten zu sein. Dazu muss man aber erstmal den hier umbringen. Oder unumbringen. Das ist bei Untoten immer so eine Sache mit dem Umbringen. So, du gehst daran. Und Ervo blockiert den Weg für Talana. Das ist okay. Computerkampf, keine Magie. Komm schon, Ervo. Schneid den Weg ab, bevor die Elfen da rankommen. Sehr gut. So, apropos Elfen. Das können wir doch jetzt mal kurz ändern. Du kannst nämlich schon wieder den Bogen in die Hand nehmen. Da muss ich das nachher im Kampf nicht machen. Und du genauso. No. 21 Pfeile, 28 Pfeile. Geht noch. Und er hat ja auch noch recht viele auf Reserve.
Oh, da sehe ich gerade, du kannst doch einfach ein, zwei Einbären essen. Da müssen wir uns nicht so Sorgen um dich machen. Auch wenn die nicht allzu viel bringen, die Masse macht's halt. So, das sieht doch gleich viel besser aus. Hat Lana vielleicht auch noch welche? Nee, sie hat nur Tarnelen, aber da sind noch welche. Wir wollen ja nicht, dass unsere größte Schadensverteilerin nach ein, zwei Schlägen umkippt. So, 24 von 27, das schaut gut aus. So, und jetzt gucken wir mal, was da unten auf uns wartet. Dies scheint ein ehemaliger Zufluchtsraum zu sein. Zumindest scheinen die Pritschen und Waffenständer dies nahezulegen. Ehe ihr noch weiter überlegen könnt, lösen sich jedoch aus dem Schatten drei Skelette und greifen euch an. Jetzt sind es schon drei. Ja, wir kommen definitiv näher ran an das Übel, das das Ganze hier verursacht hat. Abwarten. Kannst du einen von denen anschießen? Nee, Gerugon ist im Weg. Dann warten wir ab. Du könntest von da treffen, aber du hast nur 5 Bewegungspunkte. Ich stelle dich erstmal dahin. So, du gehst aus dem Weg, und zwar dahin. Dann kann er von hinten zuschlagen, Terik von der Seite, und Erwo läuft dann hoffentlich auch zur Seite des Skeletts und stellt sich nicht in den Weg. So, du kannst schon einfach mal raufhauen. Darauf, aggressiv. Du fängst den ab, in den du dich da hinstellst, damit du auch keinen Weg blockierst für die Pfeile. Und natürlich stellt er sich in den Weg. Ach, Erwo. Du musst noch ein bisschen länger mit uns reisen, bevor du das kapierst. So, du haust den da. Aber nicht aggressiv, sondern normal. Den Abzug der Parade, der muss nicht unbedingt sein. Weil wenn jetzt hier schon drei Skelette kommen, dann kommt bestimmt irgendwann noch ein Anführer, also ein Nekromant oder dergleichen. Und für den sollten wir schon vorbereitet sein. Das heißt, wir sollten möglichst wenig Schaden nehmen. So, du stellst dich mal dahin. Abwarten. Autsch. Oh, gleich zweimal getroffen. Gar nicht gut. Oh, ich habe aggressiv gedrückt. Okay, es macht nicht so viel aus, aber... Oh, das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Und du läufst mal weg. Du machst nichts. Der Rest läuft ran da und dann können wir gleich wieder auf Computerkampf umstellen. Ja, selbst drei Skelette sind nicht so wirklich das Problem. Abwarten. Computerkampf, keine Magie. Aber bei drei Skeletten sind wir auch immer noch gut in der Überzahl. Das heißt, wir können uns richtig positionieren, können die Fernkämpfer einsetzen und so weiter. Das passt alles. Wenn das irgendwann mal mehr als drei werden sollten, dann könnten wir ein Problem bekommen. Vor allem, wenn dann auch die Fernkämpfer in den Nahkampf gedrängt werden und so weiter. Das wäre schon übel. So, zwei Schwerter, die lassen wir mal liegen. Und 7 Abenteuerpunkte. Da ist noch eine Tür, die verschlossen ist. Gucken wir uns aber erstmal hier in dem Raum um. Vor allem auch bei den Wänden. Hier liegt eine Orknase am Boden. Wollte sie mitnehmen? Ja. Hat Terik sie aufgenommen? Sehr schön. Dann kann die Skraja hier ja weg. Denn er ist schon wieder überladen. Er ist immer noch überladen. Das ist nicht gut. Dann nimm doch mal das Schwert und drück das Gwendel in die Hand. Nein. Dann nimm das Schwert und drück es Georgon in die Hand. Oh, sehr schön. Und warum hast du kein Schild da? Das ist ja sehr irritierend. Aber das ist schon ein Einhänder, ne? Schwert, Schwerter. Kein Zweihandschwert. Da muss der Autokampf irgendwas vermurkst haben. Aber gut, sonst keine überladen? Nö. Und wenn wir hiermit durch sind, also die Zwingenfeste gesäubert haben, endgültig, dann müssen wir unbedingt dran denken, dass Talana sich mal die Orknase anguckt. Ob die nicht vielleicht magisch ist. Denn wenn die so tief unten hier quasi verbuddelt ist, könnte das ruhig sein. So, zwei Türen. Gucken wir uns erstmal die hier an. Gwendolyn, einmal knacken bitte. Miss Long. Schon besser.
ein Skelett. Da machen wir gleich Computer. Ja, Tirik, die alte Kampfsau. One hittet das Skelett einfach und läuft weiter. Ja, so muss das sein. Ein recht großer leerer Raum. Anscheinend ohne irgendetwas drin. Das ist komisch. Also wenn es ein Lagerraum wäre, dann müssten hier zwischendurch auch so Nachrichten auftauchen, wie hier stehen Fässer oder hier schmort ein Hase, so wie wir das oben hatten. Aber hier ist gar nichts. Deswegen nehme ich an, dass hier irgendwo Geheimgänge sind. Da hätte Sinn gemacht. Hier geht, glaube ich, gar nicht. Obwohl, vielleicht ist da ja so ein ganz schmaler Gang einmal außenrum. Nee, schaut nicht so aus. Komisch. Na gut, bleibt nur noch die eine Tür da unten. Wir sind doch jetzt wirklich einmal hier alle Wände ab. Nee, die Wand sind wir noch nicht. Nee, auch nicht. So, die Tür. Nicht einschlagen, die würden wir gerne knacken. Denn einschlagen kann schmerzhaft sein. Und das muss nicht sein. Hier führt ein Gang ins Dunkel. Aus dem Rahmen vor euch könnt ihr das Geheul gemarterter Seelen vernehmen. Wollt ihr wirklich diesen Gang lang gehen? Nein. Diese Entscheidung war vielleicht auch besser. Ja. Gemarterte Seelen schreien da. Das klingt doch sehr, sehr gefährlich. Also gucken wir erstmal, was wir so an Tränken verteilt haben. Die blauen sind Heiltränke. Tirik hat 3, Gwendolyn hat 1, Gerogon hat 3. Soweit so gut. Die haben auch alle 3 ihre Schilde in der Hand. Schön, die Elfen haben ihre Bögen. Sie hat 2 Zaubertränke, sie hat 2 Zaubertränke, sie hat 2. Einen davon schon in der Hand. Astralenergie, fehlen ihr 20. 21, um es genau zu nehmen. Da, oh, das ist gar kein Zaubertrank, das ist ein Expurgicum. Das ist ein starker. Und bei dem Expurgicum weiß ich noch gar nicht, was der genau macht. Das ist ein normaler Zaubertrank, normaler Zaubertrank. Ich glaube, ich gebe jetzt Talana einfach schon mal provisorisch ein. Die Gaben, glaube ich, 10 oder 20. Also kommt sie so oder so nicht auf ihre volle Leistung. 10 Astralenergie. Ja, davon kann sie gleich noch eintrinken. So, und jetzt ist sie fast voll. Wie schaut's sonst aus? Nur Gwendolyn, Talana und Erwo haben leichte Kratzer. Die sollten wir auch noch ausmerzen. Nicht, dass es genau an den 3 Lebenspunkten dann her scheitert und irgendjemand permanent stirbt. Das muss ja nicht sein. So, noch irgendwo einbären. Da sind noch 4 Stück. 4 Stück an Gwendolyn. Njam, njam, njam. Njam, njam, njam. Immer nur ein Lebenspunkt. So, sie ist jetzt auch voll. Und das waren die letzten Einbären. Jetzt haben wir noch Talelen. Oh, wir haben noch ein Gulmond-Blatt. Donf. Donf war gegen Dumpfschädel, glaube ich. Und Gulmond. Gab das nicht Stärke? Dies ist ein Gulmond-Blatt. Ich könnte jetzt versuchen, das einfach so zu essen. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, direkt vor einem anscheinend recht schweren Kampf. Ah, ein Ring mit Magieresistenz. Den könnten wir auch noch jemandem geben. Ich wäre versucht, ihn Tirik zu geben, da er ja meistens in erster Reihe steht. Aber dann hat er halt weniger Rüstungsschutz. Entscheidung, Entscheidung. Ja, es ist schade, dass es hier im ersten Teil von DSA noch keinen Ring-Slot gibt. Und dass man das deswegen immer ins Schild weglehnen muss. Wie viel Rüstungsschutz macht das denn aus? 2 Punkte. 2 Punkte ist schon eine Menge. Das sind 20% Rüstung mal so eben weg. Ja, er braucht echt bald seinen Schuppenpanzer. Nee, komm, wir versuchen es erstmal mit Schild. Denn was auch immer da auf uns lauert, wird bestimmt nicht alleine sein. Und was bringt es uns, wenn wir den Schutz gegen Magie haben und dafür dann von einer Horde Skelette überrannt werden? Also passt das so. Erwo ist noch angeschlagen. Da können wir aber leider nichts gegen machen.
Wir haben schon einmal versucht, ihn zu heilen, was nicht so gut ausging. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal warten. Aber jetzt hier ein Camp aufzuschlagen, halte ich nicht für so sinnvoll. Wir könnten uns noch magisch vorbereiten. Also Körperkraft oder Mut steigern, aber das verbraucht recht viel Astralenergie. Und ich denke, die werden wir eher brauchen, um unsere Fulminictus und Ignifaxius zu schmeißen. Wobei ich bei Talana den Ignifaxius noch nicht so wirklich häufig benutzt habe. Denn zum einen ist er... einmal weiterklicken. Ich würde gern nächste Seite. Mehr Zauber. Genau, denn zum einen ist er noch nicht ganz so hoch. Ah doch, inzwischen sind sie gleich. Aber zum anderen ist der Schaden von dem Ignifaxius abhängig davon, wie viel Astralenergie man reinsetzt und von der Stufe. Das heißt, je nachdem, welche Stufe man ist, würfelt man mehr Würfel und dementsprechend kommt mehr Schaden bei raus. Außerdem ist, glaube ich, auch die Spannbreite, wie der Schaden verteilt ist, höher. Also es ist meinetwegen nicht 1 bis, es ist 1 bis 10 und beim Fulminictus war es irgendwie 1W6 plus 6 oder so ähnlich. Das ist schon 10 Jahre her, weiß ich nicht mehr genau. Aber ich kann mich erinnern, dass der Fulminictus einen besseren Durchschnittsschaden hat. Deswegen schmeiße ich den halt öfters. Später, wenn sie so Level 5, 6 ist, dann können wir auf den Infaxius umschalten, um halt wirklich sehr, sehr viel Schaden zu verursachen. Aber dementsprechend auch sehr viel Astralenergie zu verbrauchen. So. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Als schönen Cliffhanger und in der nächsten Folge gucken wir dann, was da drin ist. Gut genug vorbereitet müssten wir jetzt ja sein. Also, bis gleich.